zusammen und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Beim letzten Mal habe ich die Labiforce bzw. Drakonifors Herausforderung angefangen und bin jetzt hier quasi mittendrin gelandet. Ja, ich würde sagen, wir machen dann einfach direkt mal weiter. Ich hoffe immer noch, dass dieses Stereo-Umkehren bei euch nichts Schlimmes angestellt hat. Ich werde das jetzt einfach mal wieder rückgängig machen. Und weiter geht's. Okay, wie es aussieht, geht's hier wieder mit Labiforce weiter. Labiforce kann Kaninchenstatuen zum Leben erwecken, Drakoniforce Drachenstatuen. Und so wie es aussieht, muss ich hier jetzt wieder erstmal mit dem Kaninchen weitermachen. Los, friss dich durch das Gras. Ich wette, die Kaninchen werden einfach alle fett, weil ich die hier durch diese ganzen Löcher scheuche. Momentchen mal. Ich wollte schon sagen, hier gibt es sicher noch was zu tun. Okay, hier hinten schon mal nicht. Oh, hier sind ganz viele Bohnen drin. Okay. Hier wahrscheinlich auch. Yep. Gut. Dann brauche ich hier also nichts zu machen. Dann geht es hier einfach weiter. Sehr gut. Und hier geht es jetzt also mit der Drachenstatue weiter. So. Laufen, laufen, laufen. Ich finde das einfach so niedlich, wie er läuft. Dann auch noch mit so einem lila Schein hinter sich her. Ich finde es sowieso mega niedlich, dass das hier so ein kleiner Drache ist, den man spielt. Okay, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier... So. Ich würde gerne alle Bohnen hier einsammeln. Ganz einfach, weil... die Bohnen wichtig sind. Und ich muss sowieso alle drei... Bams. Ich muss sowieso alle drei Fackeln hier anzünden. Demnach. Nein, ich habe eine Bohne. Nein, 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 Bohnen. Ich will die Bohnen alle haben. Boah, die Kameraführung hier ist so schwierig mit dem Ding. Ach komm, ich mach das gleich. Okay, wenn ich irgendwo noch Bohnen habe, die ich vergessen habe, dann werde ich die jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen. So, da ist noch eine. Schön vorsichtig. Okay, die habe ich noch. Irgendwo fehlte mir doch noch eine, oder? Nee, doch nicht? Nee, offensichtlich nicht. Okay. Muss ich da unten noch irgendwas tun? Kann ich da noch irgendwas tun? Ich glaube nicht. Dann los geht's. Ich kann doch selber hier runter. Cool. Och nö. Och nö. Autsch. Komm, werf nach mir, werf nach mir. Ich werde dich. Okay, waren das alle? So wie es aussieht, waren das alle, ja. Gut, dann noch die Kiste öffnen. Eine Menge Bohnen, aber keine Bildkarte, okay. Schade, schade. Dabei war ich mir so sicher, dass ich hier ein Geheimnis finde. Okay, 3 von 8 Geheimnissen habe ich gefunden, aber... Huch. Hm.
Naja, ich weiß nicht, ob ich 8 Geheimnisse hier wirklich zusammenkriege, aber das wird sich dann zeigen, denke ich. Okay. Okay, die Bildkarte kriege ich hier schon mal raus. Das ist sehr schön. Dann würde ich aber gerne noch die Bohnen kriegen. So. Okay, die Bohnen kriege ich also auch. Boah, noch 2 Bohnen, dann habe ich 1000 Stück zusammen. So, und das Abzeichen hätte ich jetzt dann ganz gerne auch noch. So, sehr schön. Dann habe ich hier tatsächlich alles und das kann weitergehen. Hui. Jawohl. Dieser Mangel ist ein Bundimon. Ein Bundimon hinterlässt eine stinkende Schleimspur, der du ausweichen musst. Wie eklig. Mit Rictus Sempra kannst du ein Bundimon betäuben. Wenn du schnell genug bist, kannst du hinaufspringen, denn vielleicht gibt es ja eine Belohnung frei. Aha. Rictus Sempra! Ah ja, okay, verstehe. Also ein Bundimon immer betäuben und dann draufspringen. Jetzt fange ich auch schon so an wie Hermine, ey. Ist immer nachzuplappern. Okay. Ah, schön. Sieht schön aus hier. Achso, da komme ich nur mit dem Kaninchen hinter. Boah, das sieht so... Hier diese Büsche, die sehen so aus wie die verschiedenen Hogwarts-Häuser. Das finde ich so cool gemacht. Autsch. Da hab ich mir wehgetan. Moment mal. Ich konnte die... Ich konnte die Schlange anzaubern. Die gibt Boden frei. Gott, wo fliegen die denn überall hin, ey? Die machen zumindest lustige Geräusche, wenn sie auseinanderfallen. Okay, hat mir das außer Boden jetzt irgendwas gebracht, dass ich das getan habe? Nein, oder? Nö, so wie es aussieht nicht. Naja, was soll's. Dann Häschen. Hüpf. Die Geräusche, die dieses Häschen beim Hüpfen macht, auch ein bisschen eigenartig, aber was soll's. Okay, also an Kürbispasteten mangelt es mir definitiv nicht. Davon habe ich mehr als genug. Wobei man dürfte auch nicht zu vorschnell urteilen hier, weil es kann ja durchaus sein, dass einige Sachen bei Fred und George auch sehr teuer sind. Da man ja mit Ron trotzdem keinen Familienrabatt bekommt. Okay, dann einmal hier rein. Nom 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 nom. Einmal durchmümmeln. So. Puff. Gut. Okay, ich gehe davon aus, dass es das war. Da war doch aber noch eine Tür, oder? Bin ich durch die gekommen? Ich glaube, durch die bin ich gekommen, ja. Okay. Dann geht es also hier weiter. Da kann ich nichts mit tun. Oh, auch nicht schon wieder. Ach, diese Viecher sind sowas von nervig, ganz ehrlich. Aua. Hallo, warum kommen die mir so nahe? So kriege ich doch die Bonbons nicht eingesammelt.
wenn die da hinten in die Ecke fliegen. Stirb! Okay, einer hat noch gefehlt. Ich habe trotzdem die Belohnung schon bekommen. Naja, was soll's. Okay. Hua! Okay. Also einmal hoch. Coole Sache. Oh, okay. Ach so, ich verstehe. Okay. Ah, okay, sehr schön. Dann... Scheiße, das war falsch. Ich würde gerne die Kürbispastete haben. So. Und jetzt dann ganz gerne... Das hier. Sehr gut. Yay! Geheimnis? 5 von 8. Ich habe gar keine Ahnung, was hier alles als Geheimnis gilt, aber... Ich find's gut. Ich find's sehr gut. So, speichern. Sehr wichtig. Speichern ist immer sehr, sehr wichtig. Oh, okay. Hier ist quasi schon das Ende. Das heißt, ich habe nicht alle Geheimnisse gefunden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier wenigstens die restlichen noch irgendwie finden kann. Oh. Wieder so ein... Die sehen irgendwie sehr interessant aus. Und machen sehr interessante Geräusche. Aua, was war das denn? Der war doch gar nicht mehr da. Wie kann der mir denn noch reden? Hui. Aua. Aua. Nein, er hat sich wieder verkrümelt. Komm wieder da raus. Ach, ich weiß nicht. Okay, hä? Wo muss ich denn hin? Ach so, hier. Und da kommt noch einer. Ah, da ist das Häschen. Okay, dann gehe ich aber noch einmal kurz hier rund und gucke, ob noch irgendwo... Okay, da kann ich nicht drauf. Das heißt, der Drache kann da aber wahrscheinlich drauf. Okay. Ah, halt. Warte. Nein, ist egal. Das wird schon nicht abhauen. Hier muss es doch noch irgendwo eine Wand geben, die ich öffnen kann. Bin ich mir ziemlich sicher. Nicht? Hm, offensichtlich nicht. Ich muss einfach mal kurz gucken. Ich gehe mal mit dem Kaninchen hier durch und gucke mal, was ich so finde. Irgendwie. Okay. Dann hüpfe ich ja einmal kurz durch das Labyrinth durch. Gut. Muss ich dran denken, dass ich gleich mit dem Drachen einmal nach hinten laufe, dass ich da diesen Kesselkuchen noch einsammeln kann. Irgendwie sind diese Herausforderungen verdammt lang, kann das sein? Okay, dann gehe ich nochmal hier längs. Ich bin mir nämlich 1000% sicher, dass ich hier irgendwo noch ein Geheimnis entdecken konnte. Hier zum Beispiel. Oh, okay. Ja. Jetzt kann ich zumindest schon mal hier rein. Das ist sehr cool.
Okay, habe ich jetzt eigentlich alle Bildkarten zusammen? Ja, ich habe alle Drachenbildkarten zusammen. Die schaue ich mir dann gleich an. Denn ich muss ja mit dem Kaninchen, glaube ich, noch weitermachen. Hä, wo ist es denn hin? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Hier musste ich hin. Und da ist das Kaninchen. Okay, das wäre eine Abkürzung gewesen. Super. So. Ach, da ist noch ein Geheimnis. Schau ihn an. Aber... wie kann ich das denn... hier kommt Hermine doch gar nicht dran. Wie soll ich das denn machen, dass ich diese Wand rumdrehen? Oder wie soll ich das denn machen, dass sie da rankommt? Vielleicht kann ich das gleich mit dem Drachen irgendwie machen. Ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade im Moment ergibt es für mich noch nicht wirklich viel Sinn. Ja, gut. Wie gesagt, kann ich, glaube ich, mit dem Hasen hier nicht mehr so viel machen. Ich habe ja alle Löcher abgeknabbert. Mit Enter konnte ich den Zauber beenden, genau. Okay, dann gehen wir mal zu dem Drachen über. Vielleicht kann ich mit dem ja noch ein bisschen mehr machen. So, erst nach hinten. So. Bin vorsichtig, dass ich hier nirgendwo runterfalle. So, tak, 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 tak. Tak, tak. So. Da hinten sind auch noch welche. Jetzt weiß ich aber trotzdem immer noch nicht, wie ich da an diese eine Wand rankomme, wo man alle Humora wirken kann. Hm. Das ist die Wand hier. Aber wie? Vielleicht muss ich da einfach von außen alle Humora dran wirken. Vielleicht funktioniert das ja dann auch. Ich probiere es einfach gleich mal. Wenn ich die nicht rumdrehen kann, dann muss ich mir einfach merken, wo die war. Ich gehe mal davon aus, dass das alles war, was ich hier tun konnte. Okay, das mache ich jetzt aber noch nicht, sondern ich versuche erst tatsächlich diese Wand aufzukriegen, auch wenn ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher bin, welche das jetzt nochmal war. Ich weiß wirklich nicht mehr, welche das nochmal war. Scheiße. Es muss auf jeden Fall eine sein, wo ich so einmal rund gehen kann. Das kann ich hier leider nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo diese Wand nochmal war. Da ist sie. Also müsste ich das an dieser Wand hier eigentlich... dann müsste ich eigentlich an dieser Wand diesen Alohomora wirken können. Kann ich aber nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, es ergibt für mich relativ wenig Sinn. So, jetzt habe ich nämlich die Herausforderung abgeschlossen. Du hast die Aufgabe gelöst.
Du hast alle 10 Aufgabenschilde gesammelt. Ich komme in den Bohnen-Bonusraum. Fantastisch. Wow, alle Bohnen sind wieder da. Das hier ist der Bohnen-Bonusraum? Genau, Hermine. Sammle so viele Bohnen, wie du kannst, bevor die Zeit abläuft. Sie hibbelt wenigstens nicht so rum wie Ron. Aber ich fand's ja irgendwie schon süß. Elastik. So. Und zack. So viele tolle Sachen, die man hier machen kann. Hier geht's weiter. Wie viele Bohnen habe ich eigentlich mittlerweile? Boah, 1300. Ich einfach mal voll am Ausrasten bin hier mit diesen Bohnen. Ist der Wahnsinn. Das muss ich auf jeden Fall gleich erstmal bei Fred und George im Laden ausgeben. Da führt quasi gar kein Weg dran vorbei. Am Anfang dachte ich immer, boah, so viele Bohnen brauchst du doch nie im Leben. Aber, ja, man braucht sie sehr wohl. Und gerade auch die ganzen Kürbispasteten und den Kram. Weil viele Sachen da auch wirklich einfach viel kosten. Aber, hä? 2 Bühnchen habe ich verpasst. Naja, was soll's. So, gehe ich noch einmal hier entlang. Mann, ich habe so viel Zeit, ich könnte hier fast alle Bohnen einsammeln. Warum habe ich so viel Zeit? Habe ich eigentlich, ich habe lange nicht alle Geheimnisse entdeckt, da bin ich mir 1000% nicht sicher. Oh, ich bin gefallen, nein. Ich habe wahnsinnig viele Bohnen eingesammelt. Da bist du. Wie war's? Klasse. Ich kann jetzt Gegenstände in Drachen verwandeln. Du meinst die fliegende, brüllende, dörferabfackelnde Art von Drachen? Nee, nicht ganz. Nein. Es ist nur ein sehr kleiner verwandelter Drache. Oh, schade. Du kannst die Aufgabe erneut lösen, wenn du möchtest, Hermine. Oder wir versuchen es später nochmal. Theoretisch habe ich alle Aufgabenschilder, allerdings habe ich nicht alle Geheimnisse gefunden. Das ist ein bisschen schade. Naja, was soll's. Ich gehe jetzt auf jeden Fall einmal in... Der nächste Morgen war oder auch nicht. Stürmisch. Harry freute sich aber schon auf das erste Quidditch-Spiel der Saison. Ich finde das so gut, der Umhang, der weht tatsächlich im Sturm. Er spielte ausgezeichnet. Bis plötzlich... Dementoren! Deswegen sind die Dementoren da. Harry verletzte sich bei diesem Sturz nicht. Er entschied sich aber, sich seiner Angst vor Dementoren zu stellen. Professor Lupin bot ihm an, ihm Unterricht gegen die Dementoren zu geben. Ist ja gar nicht wahr. Er fragte Lupin nach Sirius Black, dem Mann, der beste Freund seines Vaters gewesen war und James und Lily an Voldemort verraten hatte. What the fuck? Der Professor schien sich nur ungern darüber zu unterhalten. Wir sollten mit deinem Unterricht gegen Dementoren fortfahren, Harry. Also jetzt mal ganz ehrlich, diese Sache mit der beste Freund deines Vaters und der seine Eltern an Voldemort verraten hat. Was zum Henker?
Das konnte der doch jetzt noch überhaupt nicht wissen. Und das ist doch wirklich erst ganz am Ende rausgekommen. Das ist ja Wahnsinn. Wie können die denn so einen Spoiler einfach mitten ins Spiel packen? Vor allem, es gibt überhaupt keinen Grund, warum er das jetzt gerade herausgefunden haben könnte. Das ist so eine Information, die kam einfach aus dem Nichts. Das ist ja Wahnsinn. Natürlich können wir keinen echten Dementor ins Schloss holen. Also improvisieren wir mit einem Irrwicht. Was? Keinen echten? Der Irrwicht verwandelt sich in das, wovor man am meisten Angst hat. Also in deinem Fall einen Dementor, Harry. Zuerst üben wir an einem Ziel. Richte deinen Zauberstab auf das Ziel. Halte dann die linke Maustaste gedrückt, um die Kraft des Zaubers aufzubauen. Du siehst einen Ring aus Licht deinen Arm hochsteigen. Für einen perfekten Zauber musst du ihn in dem Moment wirken, in dem der Ring über deinen Zauberstab läuft. Versuch es. Die Zauberformel lautet Expecto Patronum. Okay. So. Jetzt muss ich den Part aber leider wieder beenden, weil ich schon wieder am Überziehen bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Lapiforce-Herausforderung bzw. Draconiforce-Herausforderung habe ich beendet. Ich wollte ja eigentlich ganz gerne in den Laden von Fred und George rein. Das Problem ist allerdings, dass dieses Spiel einfach mal entscheidet, nein, du machst jetzt was anderes. Okay. Dann wenden wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall den Dementoren zu. Es tut mir leid, dass ich hier immer so abrupt beenden muss. Ich hoffe, ich finde mal einen Part, den ich auch noch beenden kann, ohne dass ich direkt weiterspielen muss. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, da sind wie immer wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Part, hoffe ich. Bis dahin, ciao!